So, hallo, weiter geht's mit einer Folge Topspin und ja, wir sind jetzt schon im Juni angekommen, es ist noch nicht wirklich viel passiert. Ich hatte schon mal ein bisschen weitergespielt, aber da habe ich auch nichts gewonnen, deswegen hatte ich das Video dann, beziehungsweise das Video war auch fehlerhaft und konnte es dann nicht veröffentlichen. Deswegen geht's jetzt hier schon im Juni weiter, aber wie gesagt, da ist nichts passiert. Ja, ich würde dann jetzt gleich das nächste Turnier spielen, Brighton, und hoffe mal, dass ich dann jetzt hier mal etwas Das Produktionsteam ist schon früh besser hier, um sich das Essen rund um das Turnier zu abschneide. Mal gönnen. gucken. Ja, leider war das Video dann fehlerhaft, konnte ich nicht veröffentlichen und ja. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Jetzt muss ich hier mal wieder ein bisschen reinkommen erstmal. Es kann sein, die ersten Punkte werden erstmal ein bisschen schwierig. Aber geht schon mal gut los. Wie gesagt, Schwierigkeitsgrad ist immer noch auf hoch. Boah, okay. Dann war das nicht die beste Option, das so zu spielen. Ups, den habe ich jetzt. Uff. Boah, nee, das wird nichts mehr. Okay. Ja, dachte ich schon, das wird besser, aber jetzt bin ich dann wieder auf dem Boden der Tatsachen. Das war natürlich ein starker Schlag. Da konnte ich irgendwie nichts entgegensetzen. Oh nein. Das kann nicht sein. Der war unnötig, ey. Oh Mann. Läuft dann jetzt doch nicht so. Ach, der war unnötig. Ach, wieder zu früh losgelassen. Zu spät. Jetzt habe ich ihn mal ein bisschen hin und her, aber so richtig gut. Jetzt aber. Mann, 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 4-2. Es wird schon langsam auch ein bisschen besser, aber es ist noch nicht so, wie ich es gern hätte. Och, den kriegt er noch. Aber den nicht. Doch. Oh, nein, nein, nein. Oh, gut. Oh, der war gar nicht gut. Ah, dafür war der umso besser. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt wird es langsam knapp. Immer gegen die Laufrichtung. Kriegt er perfekt hin. Das sieht schlecht aus. Der war knapp. Die noch. Dann machst du einen schlechten Schlag. Aber den kriegt er auch noch. Oh, der. 6-4. Es ist noch möglich.
Oh, nein, nein, nein. Wieder ein schlechter Schlag. Aber der war gut, der war. Ja, so. 6-5, 6-5, 6-5. Noch ein Punkt, bitte, 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 bitte. Oh, nein. Aber es war schon etwas besser als die anderen Spiele. Ich komme immer näher ran, kann man schon sagen, aber es fehlt noch ein bisschen was. Ich bin auch vielleicht nicht variabel genug, ich weiß es nicht. Naja, machen wir weiter. So, sind wir beim nächsten. Machen wir wieder ein Training. Triff die entsprechenden Zonen des Platzes, um deine aktuellen Punktestimmen in den angegebenen Wert zu multiplizieren. Aha. Was haben wir hier? Schlagtechnik. Aber was Einfaches. Trifft die Zone mit dem markierten Schlag, um die Zielung zu haben, ohne die Zahl mit langen Bälle zu erhöhen. Topspin. Slice. Und Lob. Lob spiele ich zu selten. Ich hätte ja schon mal öfters mal einen Lob spielen sollen, vielleicht auch. Geschafft. Das ging ja dann doch relativ fix. Stufe 2, Stufe 3 erreicht. Perfekt. Das heißt, ich kann meinen Spieler wieder etwas leveln. Da gucken wir doch gleich mal. Attribute bearbeiten. So, haben wir wieder ein paar Punkte. Was macht man da? Aufschlag mal ein besser. Volley, Power, Schnelligkeit, Ausdauer. Rückhand, Vorhand. Ja, geht alles natürlich irgendwie zäh voran. So. Ja, dann. Ach so, hier haben wir da was. Irgendwas, kann man da was machen? Nee, keine Ahnung. So. Dann spielen wir noch ein Turnier. Vielzahl-Punkte-Testgelände. Ja, machen wir noch einmal ein Turnier erstmal in München, bevor es dann weitergeht. Stufe 3, Stufe 16. Naja, vielleicht habe ich jetzt mal eine kleine Chance, aber ja, ich glaube, es wird eher schwierig. Mann, Mann, Mann. Oh, zu früh losgelassen.
der war sehr gut. Auch noch bekommen. Jawohl. Langer Ballwechsel, aber hat dann doch was gebracht. Gar nicht gut. Genau auf den Gegner. Wieder ein schlechter Schlag. Der war dafür gut getimed. Jetzt aber perfekt. 3-1. Oh je. So gut war schon nie in Führung. Boah, der war perfekt. Schöner Powerschlag. Mit den Aufschlägen, da habe ich noch gar nicht so wirklich. Ah, nein, der war voll unnötig. Mach die auf. Aufpassen, aufpassen. Uff. Aufpassen, gefährlich. Ah, den da. Obwohl, doch, doch, doch. Oh nein. Jetzt hätte ich doch mal den Lob probieren können. Mann, Mann, Mann. Oh, ich bin gerade irgendwie nicht gerade im Flow. Aber jetzt, perfekt. Wieder reingekommen. Es könnte das erste Mal vielleicht, aber nicht zu früh freuen, was werden. Oh. Boah, dann kommt so ein Schlag. Toll. Perfekter Schlag. Super. Jetzt zwei Matchbälle. Das muss doch jetzt mal was werden. Ach Gott, wieder so einen blöden Aufschlag. Ah. Timing wieder nicht gepasst. Aber jetzt. Ah, perfekt. Erster Sieg. Erster Sieg. Puh, dann geht's weiter. Okay, Belohnung sogar gekriegt. Ach, das war nur ein Spiel, oder was? Nee, geht jetzt weiter. Eben, würde schon sagen. Halbfinale gegen Zelnicek.
Nein, 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 nein. Spielen. It's a beautiful first set. You deserve play. Jawohl. Das war mal gut mit dem Lob jetzt in dem Moment. Oh, der ist schon um einiges hier aggressiver. Jawoll! Richtig gut. Boah, der Aufschlag, wenn der gekommen wäre, hätte ich nicht gekriegt. Ah, das war... doch den Lob machen sollen. Oh, da kam sogar. Jetzt perfekten. Ah, der war nicht so gut. Oh, perfekt. 3-1. Muss mal wieder weg. Ach, der geht da noch. Boah, gut, trotzdem. 4-1. Das sieht doch hervorragend aus. Yes, 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 yes. Vielleicht kommt mir auch der Stil vom Gegner gerade entgegen, weil der wirklich Surf and Volley, also immer ans Netz geht. Hätte man einen Stoppball einstreuen können. Aber jetzt. 6-1. Das läuft. 5 Matchbälle. Oh, ein guter Aufschlag. Und. Ach, der kickt danach. Yes, aber jetzt. Das war doch mal ein einfaches Match auf einmal. Wow. Gut. Dann sind wir jetzt im Finale. Stufe 18. Oh, geht. Oh, der hat schon von der Stärke schon brutaler Volley. Dann auch besser, wenn du im Spiel zurückliegst. Aha. Ja, dann gucken wir mal, was das jetzt wird. Spielen. Hoffen wir mal. Hoffen den Sieg natürlich, ist klar, aber... hm. Der war überhaupt nicht gut. Jetzt aber. Gut. Ja, so langsam habe ich es, glaube ich, raus. So langsam wird's. Aber gut. Abwarten. Nochmal. Boah. Wow. Puh. Jetzt, na, den treffe ich wieder nicht richtig. Mach mal den. Oh, ich treffe jetzt gerade wieder nicht das Timing. Boah. Dann packt er nochmal so einen Schlag aus. Den kriegt er noch.
bin ich am. Doch, ne, wenn ich ansetze, gebe es natürlich nichts. Okay, komm, 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 Konzentration. Den jetzt, jawohl. Wichtiger Punkt. Aber meine Kondition, die sah sich auch nicht so wirklich gut aus. Yes. 3-3. Jawohl. 4-4, es bleibt weiter spannend. Yes. 5-4. Jawohl. Matchbälle, Matchbälle, Matchbälle. Den kriege ich nicht mehr. Oh, packt der natürlich dann so einen Aufschlag aus. Aber jetzt. Yes! Turniersieg! Ja, läuft. Auf einmal geht's doch dann ganz gut. Erster Turniersieg, das bedeutet natürlich gleich mal ein bisschen was für die Weltrangliste wahrscheinlich. Einige XP gibt's auch. Ja, dann gucken wir mal. Global Rank plus 16, Race Rank plus 9, da geht's dann doch etwas voran. Wimbledon, Medvedev, Erika, MK, Guo, Ito, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon im nächsten Monat und damit war es das auch erstmal mit der Folge. Ein erster Turniersieg, läuft doch super. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Im nächsten Mal werde ich wahrscheinlich wieder ein Sonderevent spielen und dann gucken wir mal, wie man da weiter vorankommt. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.